Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abiduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wir fahren heute fort, liebe Geschwister, mit Al-Adab al-Islamiyya, über das islamische Benehmen. Walhamdulillah rabbil alamin, neigen wir uns auch langsam mit diesem Büchlein dem Ende zu, wie auch mit dem Aqidah-Büchlein. Und dann, bi'idhnillah ta'ala, werden wir mit einem wunderschönen neuen Projekt anfangen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den vollen Lohn dafür schreiben. Und ich betone das immer wieder, liebe Geschwister, wir machen die Unterrichte nicht, dass wir euch unterhalten, sondern wir machen die Unterrichte, dass wir dieses Benehmen auch erlernen und annehmen und umsetzen. Denn es bringt uns gar nichts, dass wir zwar viele Informationen haben und viele Dinge kennen, aber wir praktizieren das nicht, ja. Es gibt Leute, die hören, die müssen mit rechts essen. Mit was essen sie mit? Mit links. Und wer isst mit ihnen, mit Alijan? Der Shaitan. So. Die haben die Information, aber sie setzen sie nicht um. Und deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala ein Volk beschrieben hat, die nichts von ihrem Wissen profitieren konnten, sagte er, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ein Volk, welches Allah Azza wa Jalla beschrieben hat, er sagte, sie sind wie ein Esel, der Bücher auf seinem Rücken trägt. Und die besten Beispiele, die jemand prägt, ist wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sind wie ein Esel, der Bücher auf seinem Rücken trägt. Was steckt in den Büchern drin? Wissen. Profitiert aber der Himar, der Esel, der die Bücher trägt von diesem Wissen? Nichts. Was trägt er lediglich? Die Last. Er trägt nur die Last. Und so wird es Leute geben von uns, möge Allah Azzawajal uns davor bewahren, die wissen Dinge, aber sie praktizieren sie nicht. Das heißt, die sind damit gemeint. Natürlich, Allah Azzawajal hat Bani Israel mit dieser Ayah gemeint, aber das heißt nicht, dass das nur auf diese Leute beschränkt ist. Dass das nur auf diese Leute beschränkt ist. Vielmehr sind wir auch angesprochen. Schaut mal, wie viele Leute von uns lesen, sie müssen das Gebet verrichten. Verrichten sie es? Nein. Oder sehr unzulänglich oder fast gar nicht. Wie viele Leute wissen, sie müssen die Zakat entrichten? Entrichtet jeder Muslim die Zakat? Wie viele Leute wissen, dass wir keine Zina machen dürfen oder dass wir keinen Alkohol trinken dürfen? Wir haben dieses Wissen, aber wir setzen es nicht um. Und noch besser, das ist ironisch gemeint, noch schlechter meine ich damit, noch besser sind diejenigen, die nichts von dem umsetzen, aber andere zum Guten aufrufen, aber selber nichts machen. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Allah Azza wa Jalla sagt zu diesen Leuten, die andere zum Guten aufrufen, aber selber nichts Gutes machen, ruft ihr die Leute, oder befiehlt ihr den Leuten das Gute, während ihr selber aber das Schlechte macht? Und euch wurde das Buch der Rechtleitung gegeben, begreift ihr denn nicht? Wie ein Vater, der sagt zu seinem Sohn, rauche nicht. Aber er selber, was macht er vor ihm? Er raucht. Wie eine Mutter, die sagt zu ihrer Tochter, die 16, 17 Jahre alt ist, du musst dich bedecken. Sie selber, die Mutter, ist aber unbedeckt. Dieses, liebe Geschwister, liebt Allah Azza wa Jalla. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. O ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Höchst hassenswert ist es bei Allah, dass ihr etwas sagt, was ihr nicht tut. Daher, Ikhwa, wir sollen darauf aufpassen, dass wir, bevor wir an andere denken, erstmal über wen nachdenken? Über uns selber. Das heißt, wenn wir Wissen uns eigenen möchten, nur aus einem einzigen Grund. Nicht damit die Leute sagen, wir sind wissend. Nicht damit wir selber von uns beeindruckt sind, sondern damit wir dieses umsetzen. Und so sagte Al-Fudayl ibn Iyad, Rahimullah ta'ala, er sagte, Wallahi, ma anzal Allahu azza wa jal, hadha al-Quran illa liyu'mala bih.
Bei Allah, Allah hat diesen Koran nur aus einem einzigen Grund herabgesandt, dass dieser Koran auch von uns praktiziert wird. Es gibt keinen anderen Grund. Nur, dass wir ihn praktizieren. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ Die letzte Ayah im Koran ist welche? Ja, aus Surat Al-Baqarah. Das ist die allerletzte Ayah, die Allah Azzawajal herabgesandt hat nach der richtigen Ansicht der Gelehrten. So fürchtet einen Tag, an dem ihr zu Allah zurückkehrt, subhanallah, nachdem du den gesamten Koran durchgelesen hast und verstanden hast, was Allah Azzawajal von dir möchte. Jetzt gibt es nur eine Sache, du musst ihn jetzt fürchten, indem du das umsetzt, was er dir befohlen hat und das unterlässt, was er dir verboten hat. Denn wisse, du kehrst morgen zu Allah Azzawajal, dein Schöpfer, zurück. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Seelen nur nehmen lassen, wenn wir eine reine Seele haben. Allahumma amin. Heute, insha'Allah ta'ala, reden wir über Adabu Iyadatil Marid. Und zwar über das Benehmen, wenn man einen Kranken besucht. Und auch selber, wie ist das eigene Benehmen, wenn man krank ist. Und wir sollten erstmal zuvor eine Sache wissen, liebe Geschwister. Die Krankheit ist nicht das, was die Leute denken. Was denken die meisten Leute, wenn sie von Allah subhanahu wa ta'ala geprüft werden mit Krankheit? Was denken sie? Das ist eine Strafe. Das ist der erste Gedanke. Allah will mich bestrafen. Und manche gehen so weit, dass sie wal-iyadu billah kufr machen. Sie sagen, wieso hat Allah nicht jemand anderes damit belastet? Wieso mich? Er hat 6 Milliarden Diener, dann könnte er jemand anderen belasten. Das ist ungerecht von Allah, dass er mich damit belastet. Obwohl ich so ein guter Diener bin. A'udhu billah. Das zu sagen, gehört zu den schlimmsten Sünden, für die man zur Rechenschaft gezogen wird. Viele Leute denken, das ist eine Strafe. Aber heute hören wir, bi'idhnillahi as-sami' al-alim, was die Krankheit tatsächlich ist, liebe Geschwister. Allah reinigt die Sünden mit der Krankheit. Allahu Akbar. Allah reinigt deine Sünden mit der Krankheit. Das heißt, du hast eine Grippe, Allah möchte dich von deinen Sünden reinigen. Du brichst dir einen Fuß, Allah möchte dich von deinen Sünden reinigen. Du bekommst Krebs, Allah möchte dich von deinen Sünden reinigen. Und je länger die Krankheit anhält, hilft mir, umso mehr wird dir an Sünden vergeben, umso mehr wirst du gereinigt. Umso mehr wirst du gereinigt. Ja, Achi, du beschwerst dich über Allah Azza wa Jal, dass du so lange krank bist. Hast du nicht die Geschichte von welchem edlen Propheten gelesen, der lange krank war? Ayyub alayhi salatu wassalam. Wie lange war er krank? Bitte? 18 Jahre, wie von Anas ibn Malik authentisch überliefert wurde und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala hat diese Überlieferung als authentisch klassifiziert. Er war 18 Jahre krank gewesen. Bis die Leute in seinem Volk gesagt haben, bestimmt hat er eine Sünde gemacht, die so schlimm ist, wie sie nie zuvor von den Menschen begangen wurde. Schaut mal, subhanallah, was haben sie vermutet über einen Propheten? Gut oder schlecht? Schlecht vermutet über einen Propheten. Wer traut sich über die besten Diener Allahs, die im höchsten Paradies sind und die von Allah geleitet werden, Schritt für Schritt? Wer traut sich über diese Leute zu sagen, dass sie schlechte Diener sind? Diese Leute haben es gesagt, weil sie gesehen haben, Allah prüft ihn 18 Jahre lang. Aha. Wir haben gesagt, okay, die Krankheit, damit wird eines erzielt, dass die Sünden vergeben werden. Aber irgendwann gibt es keine Sünden mehr. Und wenn die Krankheit trotzdem weiter anhält, wie zum Beispiel im Fall von Ayyub alayhi salatu wassalam, wobei geht es dann bei der anderen Stufe? Die Stufen im Paradies. Allahu Akbar, um die Stufen im Paradies zu erhöhen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, die Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala als Hassan klassifiziert hat, er sagte, wahrlich, der Diener hat eine Stufe bei Allah. Eine Stufe bei Allah. Das heißt, Allah Azzawajal hat ihm eine Paradiesstufe geschrieben. Und er wird diese Stufe nicht erreichen, außer mit dem, was Allah Azzawajal ihn an Prüfung schickt und dieser Diener mit dem geprüft wird, was er mag oder nicht mag. Was er nicht mag. Und er wird so lange mit dieser Krankheit geprüft,
bis er diese Stufe erreicht und er hätte sie mit normalen Taten niemals erreicht. Er hätte sie mit normalen Taten niemals erreicht. Das heißt, hätte er jeden Tag 100 Raka gebetet, hätte er jeden Tag gefastet, mal abgesehen davon, dass man das nicht darf, hätte er, also jeden Tag fasten, hätte er jeden Tag 100 Raka gebetet, hätte er jeden Tag gefastet, hätte er jeden Tag 1 Million gespendet und, er hätte diese Stufe nicht erreicht. Mit seinen normalen Taten hätte er sie nicht erreicht. Allahu Akbar. Aber wie erreicht er das? Indem Allah Azza wa Jal ihn mit dem prüft, was? Was ihn in die Paradiesplätze versetzt, die Allah Azza wa Jal für ihn vorgeschrieben hat. Deswegen, Yahi, das Schlimmste ist, dass du schlecht über Allah Azza wa Jal vermutest. Dass du schlecht über Allah Azza wa Jal vermutest. Wir kommen danach in einem bestimmten Hadith dazu. Denn wenn du schlecht über Allah vermutest, höre diese Überlieferung, Hadith Qudusi, das heißt eine Überlieferung, wo Allah Azza wa Jal sagt, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَإِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ. Ich bin so, wie mein Diener über mich denkt. So, wie mein Diener über mich denkt. Wenn er gut über mich denkt, das heißt, ich habe ihn geprüft mit dem und dem, der Diener sagt, Alhamdulillah, Allah will nur das Gute von mir. Allah will nur das Gute für mich. Wenn er gut über mich denkt, dann für ihn zu seinem Vorteil, für den Diener. Aber wenn er schlecht über mich denkt, dann zu seinem Nachteil. Und das ist eine Grundregel, die du dir merken solltest. Denke immer gut über Allah Azza wa Jal. Wisse, er hat niemals etwas Schlechtes mit seinen Dienern vor. Subhanahu wa ta'ala. Natürlich, eine Sache, über die der Diener sich freuen sollte, wenn er krank ist, dass Allah Azza wa Jal ihm die Sünden vergibt. Auch ist die Weisheit von Allah Azza wa Jal, wenn jemand krank ist, dass er Leute wieder zum Weg zurückbringen möchte, die was Allah Azza wa Jal mittlerweile vergessen hat. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Und seid nicht wie die Leute, die Allah vergessen haben, so hat er sie sich selber vergessen lassen, diese Leute. Viele Leute, weil sie alles machen können, tun sie auch alles. Aber die Krankheit erinnert sie wieder an Allah Azza wa Jal. Habt ihr nicht von Leuten gehört, die so lange so unverschämte, verdorbene Taten gemacht haben, aber als Allah sie mit Krankheit geprüft hat, sei es Krebs, sei es AIDS, sei es Herzinfarkt oder von diesen Taten möge Allah Azza wa Jal uns immer gesund sein lassen. Allahumma amin. So sind sie zum Wege Allahs was zurückgekehrt. Eine Hikma von Allah Azza wa Jal. La'allahum yarji'un, damit sie zurückkehren zum Wege Allahs Azza wa Jal. Das ist eine Ni'ma. Und deswegen, liebe Geschwister, Sheikhul Islam rahimullah ta'ala sagte eine wunderschöne Sache. Er sagte, Musibatun تقبل بها على الله عز وجل خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. Dass du geprüft wirst, bitte merkt euch diesen Satz, von dem edlen Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn in das höchste Paradies hereinbringen. Allahumma amin. Eine Musiba, was ist eine Musiba? Ein Schicksalsschlag, eine Prüfung, mit der du geprüft wirst. Und du triffst mit dieser Prüfung Allah. Aber natürlich jetzt hier Klammer auf, Klammer zu. Warst du dankbar oder undankbar bei der Prüfung? Dankbar. Das heißt, du hast Geduld gezeigt. Für wen? Für Allah Azza wa Jal. Und dir den Lohn erhofft, den Allah Azza wa Jal, Subhanah, dir dafür schreiben wird. Ein Schicksalsschlag, mit dem du Allah Azza wa Jal triffst, ist besser für dich als eine Gabe, etwas Gutes, was du von Allah bekommst, aber dieses lässt dich Allah vergessen. Aber dieses lässt dich Allah vergessen. Manche Leute, wie wir gerade erwähnt haben, was ist passiert, nachdem sie krank geworden sind? Sie sind zum Wege Allahs zurückgekehrt. Was haben manche Leute, die krank waren, dann gesund geworden sind, getan? Sind wieder zurückgekehrt zum Kufr, wal-iyadu billah. Das ist der Unterschied zwischen den Leuten. Deswegen, was hat Sheikhul Islam gesagt? Wer kann mir diesen Satz wiederholen? Bitte? Jeder Schicksalsschlag, der dich Allah treffen lässt. Mhm.
besser als eine Gabe von Allah? Die er den Menschen vergisst. Ja, eine Gabe kann man im Guten und auch im Schlechten nutzen. Eine Gabe, die dich was vergessen lässt? Allah vergessen lässt. Das heißt, ein Schicksalsschlag, wo du geduldig warst und damit Allah Azzawajal getroffen hast, ist besser für dich als eine Gabe, die dich was Allah vergessen gelassen hat. Ich kann euch selber erzählen, eine Person aus dem Verwandtenkreis, möge Allah Azzawajal ihn und uns recht leiten, er hat hier fast den Tod erfahren. Der war eigentlich schon tot. Der Krankenwagen kam und für sie war die Sache klar, der Mann ist tot. Aber subhanallah, Allah hat für ihn weiteres Leben geschrieben. Aber er war in einem kritischen Zustand. Und dann haben wir gesehen, dass er sich geändert hat. Der hat auf einmal angefangen zu beten, hat sich geändert, hat über sein Leben nachgedacht. Walhamdulillah, er schien den Weg der Rechtleitung zu beschreiten. Aber als er immer gesünder und gesünder und gesünder geworden ist, ist er danach noch schlimmer zurückgefallen, nachdem er auch Geld bekommen hat für seine Schmerzen, die er ertragen musste, und es war nicht wenig Geld, so ist er zurückgefallen zum übelsten Weg. Möge Allah Azzawajal uns alle recht leiten. Das ist die Sache. Und eine Sache, die ein Kranker in jedem Fall wissen muss, nicht nur, dass Allah Azzawajal ihm die Krankheit, die Sünden vergibt, wenn er krank wird, und dass Allah Azzawajal ihm zum Wege Allah Subhanahu wa Ta'ala zurückbringt, sondern Allah lässt dir auch was, Allah lässt dich wissen, dass die Gesundheit eine große Gnade ist. Dass die Gesundheit eine große Gnade ist. Schaut mal jetzt einer, der sich ein Bein gebrochen hat, schaut er nicht auf die Leute, die normal gehen können. Sagt er sich nicht, ach, könnte ich so laufen wie sie, obwohl er war vorher selber gesund. Einer, der immer was isst und jedes Mal erbricht, wenn er etwas gegessen hat, er sagt sich, könnte ich doch nur eine Mahlzeit in Ruhe essen, sie genießen und sie nicht wieder danach erbrechen. Subhanallah. Allah lässt dich die, was erkennen lassen? Die Gabe, wenn er dich gesund macht. Deswegen soll man dankbar sein. Je dankbarer du bist in Zeiten, wo es dir gut geht, umso mehr wird Allah Azzawajal dich in welchen Zeiten kennen, wo du krank bist. Aber was machen die meisten Leute? Sie sind Allah überhaupt nicht dankbar, aber wenn sie krank werden, dann 100.000 Mal Tasbih am Tag. Ja? Kennt ihr die Leute? Man muss sich vorkommen wie ein Heuchler. Selbst Leute kommen sich vor wie ein Heuchler, die jeden Tag so viel machen für Allah Azzawajal und dann, wenn sie krank werden, besonders viel Dua machen, die sagen, ach, eigentlich verdiene ich es nicht, ich bin wie ein Heuchler, jetzt auf einmal kenne ich Allah. Obwohl er macht so viel. Wie ist das dann mit einem, der nichts für Allah Azzawajal macht? Deswegen, ja, je mehr man oder je besser man Allah Azzawajal zu dem Zeitpunkt kennt, wo man krank ist, umso besser wird Allah Azzawajal dich kennen. Das bedeutet, dir helfen, wenn du in einem Zustand bist, wo du krank bist. Lasst uns anfangen, wie die Benimmregeln sind, wenn man einen Kranken besucht oder wie man mit sich selber umgeht, wenn man krank ist. Die erste Benimmregel, an yad'u Allah lahu bishifa, dass man Allah Azzawajal bittet, dass er einem gesund macht. Subhanahu wa ta'ala. Dass man Allah Azzawajal darum bittet, dass er einem gesund macht. Rawa al-Bukhari fi sahihihi, so berichtet al-Bukhari in seinem Sahih, an Aisha binti Sa'd. Aisha, die Tochter von Sa'd, nicht die Tochter von Abu Bakr al-Siddiq und die Ehefrau vom Propheten, sondern die Tochter von Sa'd. Anna abaha qal, dass ihr Vater gesagt hat, tashakkaytu bi Makkah shakwan shadidan, faja'ani an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Er berichtet, dass er in Mekka ein großes Leiden gehabt hat, radiyallahu anhu arda, so hat ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam besucht. Und dann gibt es etwas Unterhaltung in diesem Hadith, für uns ist eine Passage wichtig. Er sagte danach, der Sahabi radiyallahu an, thumma wada'a yadahu ala jahbati. Ala jahbati. Danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Hand auf meine Stirn gelegt. Thumma wada'a yadahu ala jabhati. Dann hat er die Hand, seine gesegnete Hand, alayhi salatu wasalam, auf meine Stirn getan. Thumma masaha yadahu ala wajhi wa batni.
dann hat er seine Hand gestrichen, alayhi salatu wassalam, über mein Gesicht und über mein Bauch. Waqal. Und er sagte, Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan. O Allah, heile Sa'd. O Allah, heile Sa'd. O Allah, heile Sa'd. Dreimal hat er dieses laut gesagt, alayhi salatu wassalam, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn heilen soll. Und hier lernen wir eine Sache. Wenn du zu einem Kranken gehst, wenn du zu einem Kranken gehst, dann kannst du für ihn ein Bittgebet machen. Was hat der Prophet sallam gemacht? Er hat seine Hand auf was getan? Auf seine Stirn. Und dann über was gestrichen? Über das Gesicht und über den Bauch. Und ich komme gleich zu einer anderen Stelle, bi'idhnillah ta'ala. Und dann machst du Dua. Hörbar. Hörbar. Und derjenige, für den du Dua machst, wird er sich freuen darüber oder nicht? Natürlich wird er sich freuen. Und das wird ein schönes Gefühl für ihn sein. Naam. Das heißt, derjenige, der einen Kranken besucht, kann das machen. Er tut seine Hand nochmal auf die Stirn vom Kranken, auf das Gesicht und auf den Bauch und sagt ein Bittgebet, O Allah, heile den so und so. In einer anderen Stelle, was du selber für dich machen kannst, so berichtet Muslim alayhi salatu wassalam, rahimullah ta'ala, an Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi. Annahu shaka ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Uthman ibn Abi al-As hat, seit er den Islam angenommen hat, ein Leiden gehabt. Und er hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam davon mitgeteilt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Da' yadaka ala alladhi ta'allama min jasadik. Tu deine Hand auf die Stelle, die dir wehtut. Auf die Stelle, die dir wehtut. Oder die deinem Körper einen Schmerz verursacht. Wa qul, und sage, Bismillah thalatha. Du sagst dreimal was? Bismillah. Dreimal Bismillah. Waqul sab'a marrat. Und sage siebenmal. Sehr wichtig, liebe Geschwister. Wir werden krank, andere werden krank und dann wenden wir das an, bi'idhnillah ta'ala. Das ist nicht lang, das Dua. So sage siebenmal. A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadhir. Ich wiederhole. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Und sage siebenmal, nachdem du erstmal dreimal was gesagt hast, Bismillah. O Allah, ich suche Schutz bei dir und deiner Allmacht vor einem jeden Übel, was ich empfinde und befürchte. Vor einem jeden Übel, was ich empfinde und befürchte. Du legst deine Hand selber. Das ist die Sache. Schaut mal, uns wurde auch beigebracht, dass wir Tawakkul ala Allah haben. Das heißt Vertrauen auf Allah. Du siehst Leute, wenn sie krank sind, hol den. Du brauchst niemanden zu holen. Subhanallah. Wenn einer dich besuchen kommt, dann Alhamdulillah. Aber du brauchst jetzt nicht 1000 Leute aus jeder Richtung zu holen. Ruf den Sheikh an, ruf den Mufti an und ich weiß nicht was. Du kannst das selber machen. Du legst deine Hand auf die Stelle, die dir was wehtut. Und sagst dreimal was? Bismillah. Und siebenmal was? A'udhu billahi wa qudratihi. Siebenmal. Min sharri, ha? Richtig. Ma ajidu wa uhadir. Sehr gut. Wenn du das sagst, bi'idhnillah as-sami' al-alim, dann wirst du viel Gutes bekommen. Dann wirst du viel Gutes bekommen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns nur Sachen beigebracht, von denen wir auch einen Nutzen haben, bi'idhnillah as-sami' al-alim. Dann, wenn du zu jemandem gehst,
der krank ist, wirst du einen gewaltigen Lohn bekommen. Und versuche zu laufen zu der Stelle, zu demjenigen, den du besuchst. Zu demjenigen, den du besuchst. Das heißt, versuche wirklich zu Fuß zu gehen, wenn du kannst. Rawa Muslimun an Thauban, Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim, rahimullah, berichtet von Thauban, dass dieser sagte, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, man aada maridan, man aada maridan, lam yazal fi khurfatil Jannah. So wird er das Paradies Khurfa bekommen. Qila ya Rasulallah, wa ma khurfatul Jannah? Es wurde gefragt, o Gesandter Allahs, was ist khurfatul Jannah? Das heißt, Paradies Khurfa, was ist das überhaupt? Qala janaha. Das sind die ausgereiften Früchte im Paradies. Das bedeutet, du läufst zu demjenigen, der krank ist. In dieser Zeit, was machen die Engel? Sie pflücken dir das beste Obst vom Paradies und lagern es, bis du irgendwann in das Paradies hereingehst und diese dann isst. Die besten Früchte. Allahu Akbar. Sie pflücken es. Und in einer Überlieferung, ebenfalls bei Imam Muslim, als ein Mann sich auf den Weg gemacht hat, um seinen Bruder, kranken Bruder zu besuchen, so kam eine Gestalt zu ihm und sagte ihm, wohin des Weges. Er sagte, ich gehe, um meinen Bruder zu besuchen, weil er krank ist. So fragte die Gestalt ihn, aus welchem Grund, das heißt, was ist dein Nutzen dabei? Ist es Tijara, Handel oder irgendwas anderes? Er sagte, nein, nur weil ich ihn liebe für Allah Azza wa Jal. So sagte diese Gestalt, ich bin ein Engel in Menschengestalt. Und Allah hat mich auf die Erde geschickt, damit er dir mitteilt, dass er dich für das liebt, wofür du deinen Bruder liebst. Dass er dich für das liebt, wofür du deinen Bruder liebst. Deswegen, ja, Ikhwa, subhanallah, wir haben so viele Möglichkeiten, walhamdulillah, rabbil alamin, einen zu besuchen, der krank ist. Du brauchst ja auch keine Stunde jetzt zu bleiben oder zwei Stunden, sondern du gehst kurz hin, machst das, was dir von der Sunna bekannt ist, und dann gehst du wieder nach Hause. Und diese 3 bis 5 Minuten sind gewaltig für dich. In einer Überlieferung, die Sheikh al-Albani rahimullah als sahih klassifiziert hat, derjenige, der seinen Bruder am Morgen besucht, während dieser krank ist, so machen 70.000 Engel Dua für ihn bis zum Abend. Und wer seinen Bruder am Abend besucht, so machen 70.000 Engel Dua für ihn bis zum nächsten Morgen. Schaut mal, wenn du wüsstest, es gibt 70.000 Brüder, die für dich Dua machen, würdest du dich nicht freuen? Brüder. Weil du sagst dir, natürlich einer von denen ist bestimmt Mustajabu Dawa. Den nimmt Allahs Dua sofort an. Dann freust du dich. Ja, wir reden nicht über Bruder X und Bruder Y. Wir reden über wen? Über die? Über die Engel, den Allah befohlen hat, für dich Dua zu machen. Allah hat ihn befohlen, für dich Dua zu machen. Deswegen 70.000 Engel machen für dich Dua, wenn du deinen Bruder besuchst. Oh, ganz im Ernst, haben wir nicht genug Sünden? Haben wir nicht genug Fehltritte in unserem Leben? Vieles falsch gemacht? So ist dieses Dua vonnöten. Ich meine, 70.000 Engel, das ist keine kleine Anzahl. Das ist eine riesige, gewaltige Zahl. Es gibt einen Bruder, alaikum salam wa barakatuh. Es gibt einen Bruder, der hat unserem Sheikh eine Geschichte erzählt. Der Sheikh hat die Geschichte von diesem Bruder erzählt, weil subhanallah, dieser Bruder war wie ein Wunder. Im Koran, der ist so standfest, wenn du ihn sagst, lies von Surat al-Baqarah von der Ayah 137. Dann fängt er an, von 137 zu lesen, ohne dass er guckt. Ja, wir müssen immer 10-mal nachgucken. Erstmal, wo ist überhaupt Surat al-Baqarah? Ist das im Koran? Ist das in der Sunna? Wir haben gar keine Ahnung. Ja? So, der liest los. Liest von Surat al-An'am ab 40 hoch. Der liest wie ein Traktor. Der läuft alles. Dann hat der Sheikh ihn gesagt,
Bitte erzähle mir, warum ist der Koran so fest bei dir? Er sagte, Wallahi, ja Sheikh, ich will dir das nicht verbergen. Alhamdulillah, Allah hat mich dort wohnen lassen, in der Nähe von einem Krankenhaus. Und ich kann, wenn ich mein Gebet verrichtet habe, dann immer in das Krankenhaus gehen und dann besuche ich einige der Patienten und mache Dua für sie und gehe raus. Er sagte, ja Sheikh, wenn ich 7 besuche oder 10 besuche, wenn ich 10 Patienten besuche, machen 700.000 Engel für mich Dua. Schau mal, Leute, die rechnen. Wir überlegen, wie kriege ich heute 20 Euro hin? Wie kriege ich heute 50 Euro gebacken? Und. Was zählt er? Er zählt, wie viele Engel für ihn Dua machen. Er sagte, und dann gehe ich zum Friedhof, was auch bei uns in der Nähe ist, und dann mache ich Dua für sie und gehe dann wieder. Was hat er infolge von dessen bekommen, von den guten Taten? Schaut mal, Allah hat ihm den größten Schatz gegeben. Was? Den Koran. Den Koran. Das hat Allah Azza wa Jalla ihm gegeben. Schau mal, bei uns, subhanallah, wir lernen den Koran und vergessen immer wieder Ayat. Hier und dort und dieses und jenes. Sheikh Abdullah ibn Jibrin, rahimahullah ta'ala, einer der großen Gelehrten, der vor ungefähr 7 Jahren verstorben ist, möge Allah Azzawajal ihn in das höchste Paradies bringen. Sein Schüler hat erzählt, Wallahi, Sheikh ibn Jibrin hat 40 Jahre nicht im Koran hereingeschaut. Die Leute, die unwissend sind, die haben gesagt, wie, ein Sheikh guckt nicht im Koran herein? Ja, weil für Sheikh ibn Jibrin, rahimullah ta'ala, war es eine Schande, in den Koran reingucken zu müssen und das nicht auswendig im Herzen zu haben. Das war eine Schande bei ihm. Das ist das Buch Allahs, wie kannst du das? Du kennst 1000 Lieder auswendig. Und. Du kennst die Texte von den Serien auswendig, die du jeden Tag guckst. Und, subhanallah, eine Frau kennt 500 Gerichte, frag sie, wie wird Makluba gemacht? Die sagt, ach, ist doch kein Problem. Du machst wie wird der Kuchen gemacht? Die fängt an. 700 Gerichte, aber kann nicht eine Sura. Dann sag ich, ich bin Analphabetin. Ja, wie hast du kochen gelernt? Wenn du Analphabetin bist. Subhanallah, dann höre zu und lerne. Und deswegen, ja, Ikhwa, schaut mal, was dieser Junge bekommen hat, infolgedessen, was er an Gutem gemacht hat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dann, wenn du zu jemandem hingehst, der krank ist, sagst du ihm, La ba's tahurun insha'Allah. La ba's tahurun insha'Allah. Rawal Bukhariyu an Ibn Abbas radiyallahu an. Al-Bukhari überliefert von Ibn Abbas radiyallahu an. Anna an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala a'rabiyin ya'uduhu. Er kam, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, einmal zu einem Wüstenaraber herein und besuchte ihn. Wa kana an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insha'Allah. Und wenn der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, das gehörte zu seiner Sunna, zu jemandem gekommen ist oder jemanden besucht hat, der krank ist, dann sagte er, la ba's tahurun insha'Allah. Was heißt la ba's? Genau, kein Schaden. Und tahur, was heißt tahur? Insha'Allah ist das für dich eine Reinigung. Kein Schaden, insha'Allah ist das für dich eine Reinigung. Als er dieses auch zu dem Wüstenaraber gesagt hat, sagte dieser zu ihm, tahurun kalla bal hiya humma, bal hiya humma tafuru ala sheikhin kabir tuziruhu al-qubur. Er hat so unverschämt geantwortet, er sagt von wegen Reinigung. Vielmehr ist das Fieber, welches einen alten Mann befallen hat und dieses bringt ihn in sein Grab herein. Das heißt, er hat sich was? Beschwert. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, fana'am idhan, ja, wenn du das sagst, dann ist das so, wie du es sagst. Normalerweise wäre die Krankheit was für dich? Eine Reinigung. Aber weil du das nicht als Reinigung akzeptierst, sondern du nimmst das als etwas Negatives, so wird das auch für dich was? Negativ sein. Und deswegen, was haben wir gesagt? Was sagt Allah Azza wa Jalla Subhanahu in einem heiligen Hadith? Ich bin so wie mein Diener. Wenn er gut über mich denkt, dann zu seinem Vorteil. Und wenn er schlecht über mich denkt, dann zu seinem Nachteil. Schaut mal, der war undankbar. Deswegen, ja, weh dir und weh mir, dass wenn wir krank sind, dass wir uns beschweren.
Das ist eine Reinigung. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? La ba'sa tahurun insha'Allah. La ba'sa heißt kein Schaden, sondern im Gegenteil, es wird für dich was sein? Eine Reinigung insha'Allah. Insha'Allah. So erwarte auch diese Reinigung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben eingangs erwähnt, dass Allah azza wa jalla einem damit die Sünden vergibt. Ja, ichi. Und diese Überlieferung ist bei Bukhari. Und ich habe euch das immer beigebracht. Wir sagen kein Wort, außer wenn wir was dafür haben, einen Beweis. Wenn dich ein Dorn sticht, schau mal, ein Dorn sticht. Lass mal einen Dorn. Du bist zu Hause, du knallst, weil es dunkel ist und du wolltest abends auf Toilette gehen. Du knallst mit dem Kopf gegen den Bücherschrank. Was sagen wir? Alhamdulillah. Du knallst mit dem Fuß gegen eine Kante. Was sagen wir? Alhamdulillah. Hamza hat seine Autos auf den Boden gelegt. Du trittst genau in so einem Auto herein. Was sagen wir? Ta'ala und Hamza. Immer Alhamdulillah. Warum? Allah vergibt dir damit Sünden. Eine Frage. Hast du gesagt, Astaghfirullah, dass Allah dir eine Sünde vergibt? Ja oder nein? Nein. Nur die Tatsache, dass dir was passiert ist, Allah vergibt dir damit Sünden und du hast nicht mal Allah darum gebeten, dass er dir die Sünden vergibt. Subhanallah. Deswegen sagen die Gelehrten, auf zwei Arten werden die Sünden vergeben. Du bittest Allah um Vergebung und dann gibt es aber Sachen, wenn sie dir passieren, Allah vergibt dir automatisch damit die Sünden, obwohl du ihn nicht darum gebeten hast. Deswegen hat er es passieren lassen. Deswegen hat er es passieren lassen, subhanahu wa ta'ala. Dann, liebe Geschwister, und wir kommen langsam zum Ende. Du fragst auch nach dem Wohlbefinden von demjenigen, der krank ist. Wie es ihm geht, weil ihr solltet wissen, und man soll ihn stärken mit den Ahadith und dem, was wir jetzt heute in diesem Dars gelernt haben. Wir sollen ihn was motivieren. Weil natürlich eine Krankheit ist immer eine Situation, wo man eingeschränkt ist und nicht das machen kann, was man normalerweise machen möchte. Deswegen unsere Aufgabe ist, dass wir zu dem Kranken gehen und motivierende Wörter sprechen. Und dass wir ihn auch an eines erinnern. Subhanallah, eine wunderschöne Überlieferung, die ich sehr liebe. Und Al-Bukhari überliefert an Abi Musa, von Abu Musa, radiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, idha marida al-abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Wenn der Diener krank wird oder verreist ist, so schreibt Allah ihm den täglichen Lohn, den er normalerweise im Zustand der Krankheit gemacht hätte oder wenn er noch zu Hause wäre und nicht auf Reise wäre. Was heißt das? Mal angenommen, wir beten jeden Tag unsere Sunna-Gebete. Wie viel am Tag ungefähr? 12. Dann, was beten wir vorm Schlafengehen? Witr, richtig. So. Und manche fasten Montag, Donnerstag und so weiter und so fort. Zusätzliche Taten. Jetzt ist aber eine Person krank geworden. Weder kann er diese Sunnan-Gebete beten. Er ist froh, wenn er die Pflichtgebete beten kann. Aber die Sunnan-Gebete kann er nicht beten. Und diese Person kann nicht Montag und Donnerstags fasten und kann auch nicht Qiyam ul-Layl beten, in der Nacht aufstehen und das Nachtgebet verrichten. Warum? Weil er krank ist. Obwohl er krank ist und diese Taten nicht macht, schreibt sie Allah Azza wa Jal ihm trotzdem gut, als wäre er im gesunden Zustand. Jeden Tag. Selbst wenn er auf Reise ist, beten wir auf Reise die Sunna? Also das heißt die 12 Sunnan? Nein. Sondern nur welche? Die 2 vor Fajr. Aber alle anderen werden nicht gebetet. Nicht, weil du nicht willst, sondern weil auf Reise hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses nicht gemacht. So wirst du trotzdem diesen Lohn bekommen, als hättest du es gebetet. Allah Azza wa Jalla ist nicht geizig. Das aber nur, wenn du das auch wirklich ständig machst. Ja? Nicht, du machst das nie und dann auf Reise sagst du, ja, jetzt kriege ich alle 12 gut geschrieben. Welche 12, Yachi? Welche 12? A'udhu Billah. Deswegen, wenn Allah sieht, dass du dich abmühst für die Religion, wird Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala dich nicht enttäuschen. Und wir kommen zu der letzten Benimmregel, Tatyib, Nafsil Marid, dass du zu dem
Kranken Gutes sprichst. Das heißt, dass du ihm die Angst nimmst. Rawa al-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani rahimullah ta'ala an Abi Huraira. Abu Huraira sagte, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam aada rajulan. Einmal besuchte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam einen Mann. Min wa'akin kana bihi. Dieser hatte Maras gehabt. Maras bedeutet wie so im Bauch, kennt ihr, Schmerzen im Bauch. Und so sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam zu diesem Mann, Abschir, sei frohen Mutes. فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولْ هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَىٰ عَبْدِي الْمُذْنِبْ لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ. Überlegt mal, wenn eine Person Fieber hat, Hitze verspürt und Schmerzen verspürt, Allah Azza wa Jal Subhana sagt dann, dieses ist mein Feuer und ich habe dieses Feuer an meinen sündigen Diener auferlegt, damit sie ihm den Anteil vom Jenseits hinwegnimmt. Du hast Fieber, dir ist heiß. Dieses Fieber, was du hast, war dein Anteil im Jenseits im Höllenfeuer. Deswegen hat Allah dir das wo gegeben? Hier, damit du damit wo nicht bestraft wirst? Im Jenseits. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und schaut mal, wie viele Leute schlecht über Allah Azza wa Jalla denken. Alhamdulillah, 38, 39, 40 Grad Fieber. Lieber hier die Hitze ertragen und hier schaffst du es, die Hitze zu ertragen, als im Höllenfeuer. Das heißt, wenn wir alle Hadith studiert haben, will Allah was Schlechtes für uns mit der Krankheit? Wallahi nein. Deswegen, ihr Akhwa, seid dankbar. Und nimmt die Prüfung so hin, wie Allah Azza wa Jal sie uns gegeben hat. Denn Allah Azza wa Jal liebt seine dankbaren Diener. Und er wird dich, wenn du ein dankbarer Diener bist, nirgendwo hereinbringen, außer in das Paradies. Möge Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala uns geduldig machen bei unseren Krankheiten. Möge Allah Azza wa Jal alle unsere muslimischen Geschwister heilen, wo auch immer sie sind. Und möge Allah Azza wa Jal ihnen Geduld geben, dass sie diese Schmerzen aushalten. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baraklau fikum wa jazakum lakhira. Wir haben kurz Zeit für Fragen, inshallah ta'ala. Wer eine Frage hat, kann sie gerne stellen. Bitte schön. Wafikum Barkla. Darf man Dua machen oder um Heilung bitten für einen Kafir? Die Gelehrten haben eine Übereinstimmung darüber, dass man das darf. Die Gelehrten haben eine Übereinstimmung, dass man das darf. Und dieses aufgrund der Überlieferung bei Al-Bukhari von Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu arda, als er jemanden vom Stamm der Kuffar, der von einem was gebissen wurde, von einem Skorpion gebissen wurde, als er Ruqya für ihn gemacht hat. Warum macht man Ruqya auf eine Person? Um ihnen Schaden zuzufügen? Um ihn zu heilen. Das heißt, bei wem hat er das gemacht? Bei einem Muttaqi, einem Gotteswürdigen. Deswegen, es ist kein Problem. Passt auf. Bezüglich der Kuffar gibt es Dinge, die für uns verboten sind und gibt es Dinge, die nicht verboten sind. Was darf man machen? Du darfst nicht für sie um Vergebung bitten, um Barmherzigkeit bitten. Aber du darfst, solange sie leben, um was bitten? Rechtleitung. Aber wenn sie gestorben sind, ist alles vorbei. Selbst wenn es dein eigener Vater oder Mutter ist. Möge Allah azawajal von unseren Geschwistern, die Eltern, die nicht Muslime sind, möge Allah azawajal sie rechtleiten. Dann gibt es andere Sachen. Ein Kafir zum Beispiel verliert seinen Sohn. Hier kann man ihm Beileid wünschen. Ein Kafir zum Beispiel ist im Krankenhaus. Hier kann man ihn besuchen, wie der Prophet sallam das auch gemacht hat. Ich will jetzt nicht die ganzen Überlieferungen nennen. Oder ein Kafir ist zum Beispiel irgendwo gefallen, dann kannst du ihm helfen. Dann kannst du ihm helfen. Das ist alles. Und zwar sagt Allah Azza wa Jalla, Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die euch nicht wegen eurer Religion töten und euch nicht aus euren Häusern vertreiben, dass ihr zu ihnen gut und gütig seid. Und hier haben die Gelehrten alles reingepackt in diese Eier.
Du kannst zu ihnen gütig sein, das ist kein Problem. Ja? Wenn das nur darauf beschränkt ist, walhamdulillah, Rabbil Alamin, gibt es nichts hier dagegen auszusetzen. Und das ist Ittifaq der Ulama. Naam, wallahu ta'ala ala wala. Bitte schön. Na, der Bruder stellt eine gute Frage. Er sagt, wenn ein Muslim sündigt und gleich daraufhin kommt die Strafe von Allah Azza wa Jal. Zum Beispiel, ein Muslim hat zum Beispiel zu jemandem ein schlechtes Wort gesprochen. Dann ist er gestolpert und übel hingefallen. Hören wir, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Er sagte, Allah, wenn er einen Diener liebt, dann zieht er ihm die Strafe vor. Nochmal bitte, haben wir uns versprochen? Wenn Allah einen Diener liebt, dann beschleunigt er ihm seine Strafe in der Dunya. Was heißt beschleunigt er ihm? Damit er ihn wo nicht dafür bestraft? Im Jenseits, denn in einer Überlieferung bei Imam Muslim sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna azab ad-dunya ahwan min azab al-akhirah. Die Strafe in der Dunya ist leichter als die Strafe in der Akhirah. Mafhum? Wenn Allah diesen Diener liebt, dann beschleunigt er ihm die Strafe. Warum? Damit er dafür nicht im Jenseits abgerechnet wird. Und der Hadith geht weiter. Wenn aber Allah azza wa jal einen Diener nicht liebt, dann hält er diese Strafe zurück. Das heißt, der Diener, der lebt, wie er lebt und denkt, alles ist im Guten. So hält Allah die Strafe zurück, bis dieser Diener zu Allah zurückkehrt und dann gibt Allah ihm die volle Strafe. Mafhum? Deswegen, wenn man schnell die Strafe bekommt, alhamdulillahi rabbil alamin, lieber hier gereinigt werden als woanders. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mafhum? Na, bitteschön. Fiikum barakallah. Haben wegen Belohnung. Auf welche Person trifft das zu? Trifft das nur auf den Mu'min und der Praktizierenden zu oder trifft das auf jemanden, der auch sagt, ich bin Muslim, aber er macht eigentlich gar nichts? Na, das ist eine gute Frage. Diese Sachen, die wir besprochen haben, dass sie eine Vergebung und Sündenvergebung und so weiter und so fort für einen sind, auf welche Person trifft sie zu? Das ist auf den Mu'min, Muwahhid, der Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine dient, wie Allah azza wa jal das gefällt. Denn eine Person, der mit der Religion des Islam nichts zu tun hat, passt auf, bitte, das allgemeine Urteil über ihn ist, dass er ein Kafir ist. Das allgemeine Urteil. Was heißt das allgemeine Urteil? Eine Person, der ist mit Namen Muslim. Er will aber vom Gebet nichts wissen, er will vom Fasten nichts wissen, er will vom Islam nichts wissen. Der dreht sich jedes Mal um, will nichts mit seiner Religion zu tun haben. Diese Person im Allgemeinen ist er ein Kafir. Warum? Das ist eine der Kufr-Arten, die heißt wie Kufrul-I'rad. Das ist der Kufr der Widersetzlichkeit oder man kann sagen, der Kufr des sich Abwendens. Er wendet sich ab von seiner Religion. Von seiner Religion. Allah subhanahu wa ta'ala hat über die Muschrikin Folgendes gesagt. Sag mal, Abul Bara, was haben jetzt die Muschrikin mit Muslimen zu tun? Höre erstmal die Eier und dann reden wir weiter, inshallah. Allah Azza wa Jal sagt, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah, yastakbirun. Wenn zu ihnen gesagt wurde, la ilaha illallah, zu den Muschrikun, wie haben sie sich verhalten? Ha? Hochmütig. Okay, bitte jetzt, du kommst zu einem Muslim. Du sagst zu ihm, Achi, Allah, er hat dich nicht umsonst erschaffen. Lass mich in Ruhe. Ich meine, bitte, was ist denn das? Hä? Ist das Bescheidenheit? Nennen wir das Bescheidenheit? Oder nennen wir das Demut? Der sagt, lass mich in Ruhe. Erzähl das jemand anderen. Was ist das bitte? Wenn kein Hochmut. Das ist Hochmut. Der will nichts mit seiner Religion zu tun haben. Deswegen ist das eine der Kufr-Arten von den Kufr-Arten. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und natürlich, Allah wird nur diejenigen begünstigen, die auch Allah lieben, seinen Gesandten lieben,
alayhi salatu wassalam, und die auch etwas von ihrer Religion halten. Na. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bitte schön. Es gab eine Person, die hat nie gebetet, nie gefastet, nie etwas Gutes gemacht und hat dann Krebs bekommen und hat den Anschein erweckt, dass sie bereut hat und so, aber der hat durch die Schmerzen, durch seinen gesundheitlichen Zustand, den er gar nicht fast hatte, konnte er nicht beten, hatte nicht Kraft dazu gehabt und ist gestorben dann. Na. Na, der Bruder sagt, eine Person, der hatte vorher nichts mit seiner Religion zu tun gehabt. Dann hat er bereut. Aber aufgrund seiner Krankheit war er nicht in der Lage, Taten auszuführen, die Pflicht sind bei uns in der Religion. Weil der Glaube hat auch mit was zu tun? Mit den Taten. Na, aber dieser war durch seine Krankheit nicht in der Lage, diese Taten zu vollziehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man qala la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Derjenige, der la ilaha illallah sagt, so wird er das Paradies betreten. Natürlich nicht jeder, der la ilaha illallah sagt, wird auch ins Paradies kommen. Wenn ein Heuchler la ilaha illallah sagt, wird er das Paradies betreten. Wenn so eine Person, die ich gerade beschrieben habe, nichts mit seiner Religion zu tun haben will, aber er sagt, la ilaha illallah, wird er das Paradies betreten? Der will mit seiner Religion nichts zu tun haben. So, la ilaha illallah, wem nützt das? Diese Person hatte vor, sich zu ändern und entsprechend dem Islam zu leben. Aber er war nicht in der Lage auszuführen, was von ihm verlangt wurde. Und hier sagen die Gelehrten, hier gibt es eine Entschuldigung für ihn und dieser ist damit gemeint, der das Paradies betreten wird, obwohl er die Taten hier nicht gemacht hat. Aber, ja, Ikhwa, Taten, Al-A'mal, sind zwei Arten. Wir haben ja nicht nur äußerliche Taten. Welche Taten haben wir noch? Taten des Herzens, zum Beispiel was? Hä? Nee, Herzens, des Herzens. Bitte? Des Herzens, na. Der Glaube, richtig, na. Bitte. Richtig, das heißt, dass man gut von Allah Azza wa Jal vermutet, sich auf ihn verlässt, Vertrauen hat auf Allah Azza wa Jal, Hoffnung hat auf Allah Azza wa Jal, bereut für das, was man gemacht hat im Herzen. Das sind alles Taten des Herzens. Das sind nicht Taten, die unwichtig sind. Na, aber bezüglich seiner Taten mit dem Körper, so ist er inshallah ta'ala entschuldigt, wallahu ta'ala ala wa alam. Und das war auch die Ansicht von Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimullah ta'ala. Bitte schön. Die meisten Schlachten von Prophet, hat er auch Menschen umgebracht in den Schlachten? Schlachten? Welche Schlachten? Babel oder Uhud. Ach so, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemand umgebracht hat. Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den gesamten Schlachten beziehungsweise Kriege nur eine einzige Person getötet hat. Schaut mal, diese Shayatin, die Kuffar, die unsere Religion abgrundtief hassen, was sagen sie dir? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein Mörder. MashaAllah. Wir sagen ihnen, bevor ihr den Mund aufmacht, Adolf Hitler hat mehr getötet. Und viele von euch folgen wieder Adolf Hitler. Aber unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine Person getötet. Frage, weil er nicht in der Lage war, mehr zu töten? In einer authentischen Überlieferung wird uns beschrieben, er hat die Kraft von wem gehabt? Von 40 Männern. Er hat eine einzige Person getötet, alaihi salatu wasalam. Und einmal, als er verwundet wurde im Krieg, alaihi salatu wasalam, sagte er, will ein Volk erfolgreich sein, indem es seinen Propheten verletzt. Und dann hat er Dua für sie gemacht. O Allah, vergebe dieses Volk. Er hat Dua gemacht für Völker, die ihnen Schmerzen zugefügt haben. Ihr wisst, in At-Ta'if, als er dort war, um die Leute zum Guten zu rufen, was haben sie gemacht? Sie haben ihre Kinder geschickt, die was auf ihn geworfen haben. Der hat Dua für sie gemacht.
Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. O Allah, leite mein Volk recht, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stimmt, das ist der Charakter von einem Mörder. Ja? Möge Allah azawajal uns vor diesen Leuten bewahren, die walayadu billah nur Hass und Groll gegenüber den Islam haben. Aber es wird der Tag kommen, wo sie merken werden, dass der Islam die einzig wahre Religion hat. Lass sie spielen, wie Allah azawajal sagt. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي. Lass sie spielen, lass sie herumspielen, bis sie dem Tag begegnen, der ihnen versprochen wurde. Wir sagen, spielt herum und später sehen wir uns, inshallah. Bitte schön. Eine Person hat etwas gespendet für eine Moschee. Später hat er herausgefunden, dass eine Moschee, in der viel Bid'ah gemacht wird. Wie ist die Sache? Seine Spende geht zu Allah azawajal hoch. Naam. Was er nicht weiß, weiß er nicht. Naam. Anders wäre, wenn er sie unterstützt hätte. Zum Beispiel, das sind Shia, Sufis, das sind Khawarij, das sind die oder die. Und er hat sie unterstützt, das wäre was anderes. Aber weil er nicht gewusst hat, wer diese Leute sind, hat er seine gute Absicht gemacht. Und inshallah ta'ala wird er den Lohn dafür bekommen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bitte schön. Wenn ein Jugendlicher Probleme hat, mit seinem Vater über die Religion zu reden, der Vater sagt, lass mich in Ruhe, diese ganzen Gelehrten und diese ganzen Schujuch sind Lügner, wie sollte man mit ihnen reden? Dann sollte man diese Sache ruhen lassen und ihn mit anderen Themen kommen, wo man indirekt zu seinem Herzen gelangt. Na, wenn er zum Beispiel schlecht über Leute vermutet, wie die Gelehrten, dann kommt man ihn mit einer anderen Sache. Dann fragst du ihn, Baba, ich habe eine Frage in der Religion, ich wollte unbedingt wissen, was damit gemeint ist. Du nimmst eine extra schöne, schwere Ayah oder einen schweren Hadith und dann sagst du ihm, was ist damit gemeint, Baba? Weil ich muss das unbedingt wissen. Dann wird er dir sagen, ich habe keine Ahnung. Sagst du ihn, ja, aber wen kann ich denn fragen, wenn du das nicht weißt? Wer ist denn noch da? Der geht zum Sheikh so und so. Aber der ist doch ein Lügner, Baba. Wer bleibt denn da noch übrig? Ich hoffe, du hast mich verstanden. Na, Baraklav. Na, bitteschön. Fikum Bakla. So ist es Kufur, wenn jemand sagt, ihr Juden lebt nicht in heutiger Zeit, aber kommt nachher? Oder sagt, die Amerikaner sind ihr Juden? Allahu alam, bin ich schlimmer. Auf jeden Fall, wenn man sagt, Ja'juj und Ma'juj, die existieren noch nicht in dieser heutigen Zeit. Wie ist das Urteil über diese Person? Der muss aufgeklärt werden. Viele Sachen wissen die Leute gar nicht. Schaut mal, es gibt einen Unterschied bei uns in der Religion über Sachen, die klar sind, und dann Sachen, die nicht jeder weiß. Und Ja'juj und Ma'juj sind Schemen, die nicht jeder weiß. Na, anders ist, wenn jemand sagt, man darf Schweinefleisch essen. Das weiß jeder. Okay? Oder man darf, zum Beispiel Alkohol trinken. Das weiß auch jeder. So. Insofern ist das ein Unterschied zwischen Dingen, die klar sind in unserer Religion, und Sachen, die verborgen sind. Und die verborgen sind, so erklärt man ihnen das in der Hoffnung, dass er das annimmt. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.